Grüß Gott allerseits zu einer neuen Folge Project Cars, meine letzte Folge mit Pat. Sag ich jetzt einfach mal so. Müsste eigentlich werden. Wir sind im Hauptrennen von Supercard zu einer relativ späten Uhrzeit, wie ich jetzt gerade sehe. Wir haben einen fliegenden Start und da kommt direkt einer zu mir rüber. Ich habe wieder einen Superstart. Problem ist, ich sehe relativ wenig jetzt. Genau das ist das Problem, aber er hat mich wieder richtig hingerichtet. Ich stehe wieder in die richtige Position. Oh, das war spät, das war spät. Aber ich bin trotzdem Vierter, das ist wichtig. Wir hier ein paar Punkte mitnehmen. Ich glaube, das Speed hat soweit gepasst im ersten Rennen. Muss ich es nur ohne Fahrfehler und auf einer möglichst guten Position abschließen. Ui! Na gut, ich bin abgeflogen, andere hat sich gedreht. Bedeutet ergo doch noch Vierter. Also ich hadere erstens ein bisschen mit der letzten Kurve und zweitens mit der Sonneneinstrahlung. Also nicht ganz einfach da zu fahren. Wo ist denn jetzt die erste Kurve? Da ist sie. Der zweite ist auch langsam, den habe ich. Perfekt, und jetzt habe ich noch Windschatten zum ersten. Komm schon. Zieh, 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 zieh. Mann, ich zappel so auf zur Geraden. Aber hat mir leider nicht ganz gereicht. Hab ihn. Perfekt. Klar, schön. Ich muss es nur halten. Mit der letzten Kurve werde ich kein Freund mehr. Aber schön zu sehen, wie ich mich jetzt so. Ja. Die Formel 1 würden sie jetzt sagen, ich soll bitte die Reifen schonen. Ja, aber schön zu sehen, wie man sich so quasi von einem Rennen aufs andere steigern kann. Man muss sich die Bodenwellen merken, bei denen darf man wenig Gas geben. Und dann, ja, läuft das Ganze hier. Läuft bei dir, würde ich mal sagen. Und Bremspunkte sollte man natürlich auch treffen. Ja. Gut, dann wäre jetzt eigentlich wieder die Zeit gekommen, um was zu erzählen. Problem ist, mein Material habe ich letztes Mal eigentlich schon verschossen, was die E3 und alles angeht. Genauso was mein Lenkrad angeht, also. Was könnte man reden? Snatterton habe ich auch schon was erzählt. Über den kommenden Patch auch. Fast Slap. Komm mal auf die Strecke, auf die Strecke. Blocken, Ideallinie. Ich hab's halten können. Oh, 6 Sekunden habe ich da verloren. Ja, es geht zwar gut, aber man macht doch ziemlich schnell auch Fehler mit dem Supercard. Auch wenn ich nach wie vor von denen eigentlich mittlerweile doch begeistert bin. Denn meine ersten Eindrücke eigentlich mehr oder weniger bescheiden waren. Oder meine ersten Fahrten. Mittlerweile habe ich meinen Spaß dran gefunden. Oh, wieder zu weit. Oh, über den Kopf was gedreht. Jetzt noch ein bisschen Kampflinie fahren. Sind sie denn? Okay, komm nicht ran. Oh.
Wieder der gleiche, genau der gleiche Fehler. Wow. Das ist blöde. Man muss am Anfang ein bisschen verlangsamen, aber da macht die Kurve auf. Darf man nicht zu viel am Lenkrad drehen. Genau das Problem, dann kommt man zu weit nach innen und dann versetzt es es gerade wieder. Schöne Brücke, da gab es auch mal einen spektakulären Formel Renault Crash. Der ist dann direkt, oder was, ein Formel 3 Crash? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Finden wir auf jeden Fall auf YouTube. Der hat sich dann plötzlich neben der Brücke wieder gefunden. Wieder verbremst, das gibt's doch nicht. Nein, und auf dem Kopf gedreht, das gibt's doch nicht. Oh, und jetzt Scheiße gebaut. Komm wieder zurück. Oh! Oh! Erstmal wieder Orientierung finden. Bin ziemlich weit hinten. Nein, ich hab's tatsächlich noch verkackt. Noch wieder. Oh, Halleluja! Ich hab den Himmel gesehen. Hui. Also wenn mein Kart jetzt noch einigermaßen heil ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Es sieht soweit unbeschädigt aus. Ist Schaden überhaupt an? Muss ich doch ganz kurz gucken können. Sieht relativ unbeschädigt aus. Aber die Punkte sind natürlich weg und es fährt sich ehrlich gesagt auch ziemlich bescheiden jetzt. Gut, dann können wir ja mal wieder eine Runde Ich gehe jetzt volles Risiko spielen. Weißt du, richtiges Risiko habe ich ja immer noch nicht gefunden. Zwei Runden noch. Oh Mann, so kann man es wegschmeißen. Einmal. Immerhin treffe ich jedes Mal den Körper auf die gleiche Weise. Oh, da hat sich einer gedreht. Und ich bin im nächsten Fall draufgefahren. Jetzt noch ein paar Hütchen abgeräumt. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das von mir war oder vom Gegner, wo was geflogen ist. So, ein Schmu. Nee, da komme ich nicht mehr nach vorne. Schade, aber andererseits, man muss die positiven Lehren draus ziehen. Bin ich so weit weg. Ich muss nur vernünftig fahren. Dann passt das Ganze auch. Bin mal von weiter außen angefahren, hat gepasst. Haben zwei Plätze noch, da vorne sind drei Stück. Wenn ich nur zwei davon kriege, dann bin ich doch noch auf dem Podest, allerdings nicht so. Jetzt reagiert es gerade wieder übersensibel. Okay, und das... Oh! Und das passiert, wenn man die Wurst zu stark erwischt. Halleluja! Ich habe mich am Lenkrad festgeklammert und bin in meinem Kart sitzen geblieben. Ich bin schon ein Teufelskerl. Notiere erster Überschlag in Project Cars. Hätte ich auch auf dem Dach liegen bleiben können? Sind die Fahrer so angeschweißt? Hätte mich schon interessiert. Halleluja, ey. 11. Platz und nicht mal letzter geworden, obwohl ich so viel Mist zusammengefahren bin. Roger Lee hat gewonnen.
Ihr habt zweimal die schnellste Runde gefahren, also das Speed passt. Oh, das war schon das letzte Rennen in der Meisterschaft. Ja gut, ich bin Meister. Dann war ich das ja schon vor dem Wochenende. Für Siegen, bis auf 11 Punkte ist Robert Gerke noch an mich rangekommen. Ja. Warum nicht? Meister ist Meister. Dann habe ich jetzt auch mal ein bisschen die Grenzen der Physik ausgetestet im Project Cars. Neue Nachricht erhalten, Fahrernetzwerk, Nachricht, Fahrernetzwerk, Nachricht. Ja, sagen wir, wie oft denn noch? Ach so, Dark Nitro, das steht auch immer dabei. Eine entsetzliche Niederlage für WMD an die 89. Nach diesem Qualifying habe ich mir viel mehr erhofft. Ich war doch da schon letzter. Oh gut, was haben wir denn? Pagani Monza Club Day. Bin ich eingeladen, 23.04. Historic GT5. Okay, bin ich auch eingeladen, am 3.03. Und Caterham Academy. Aha, beginnt am 16.07. Also stehen wohl in nächster Zeit viele, viele Events an. Gucken wir mal. Oh, unter der Woche. Ah, Caterham Academy. Das hört sich doch lustig an. Gehen wir direkt zum Rennen. Runde 1 von 4. Ja, denke ich auch immer sehr, sehr gern an. An DTM 3 zurück. Ja, gehen wir da rein. Wieder Snetterton. Also wir wissen jetzt, was wir in Snetterton tun dürfen und was nicht. Na, wie gesagt, da denke ich sehr, sehr gern zurück. Die haben bei DTM 3 schon riesig Spaß gemacht. Die waren noch bei DTM 3, glaube ich. Bei GT5 haben sie auch Spaß gemacht. GT6 bin ich kaum noch gefahren. Gab's doch in DTM 3, oder? Bin gerade echt am überlegen. Müsste eigentlich 20 Fahrzeuge. Macht's natürlich Spaß, von hinten zu starten. Wir haben jetzt auch richtig schönes Wetter. Ein Straßenwagen, wie man sieht, am Kennzeichen vorne und ein Rechtslenker. Typisch England. Aber wir haben noch Rückspiegel wieder. Yeah, die haben einen schönen Sound. So wie ich die Caterhams in Erinnerung habe, sind das ziemliche Heckschleudern. Ja. Ja. Ziemliche Heckschleudern. Hätte ich vielleicht doch wenigstens ein Training machen sollen. Dann möchte ich die mal kennenlernen. Ich habe jetzt eigentlich nicht viel gemacht. Und das Ding ist mir schon ausgebrochen. Ziemlich viel übers Gaspedal machen, habe ich so das Gefühl. Ist natürlich schwierig, diese Umstellung von Supercars mit riesig Grip. Die Umstellung auf diese Kette. Fang dich! Verdammt! Mal, aber Donuts kriege ich doch wenigstens hin. Ja, da braucht man echt ein Wahnsinnsgefühl für. Vor allem mit Pet. Das war die erste Kurve, die ich so einigermaßen getroffen habe. Ein bisschen aufholen durch auf den von mir auch. Aber das sind jetzt natürlich 4 Runden zu wenig. Ich
doch noch ein bisschen mehr machen sollen. Natürlich, wie gesagt, eine Umstellungssache, und das finde ich auch das Schöne an Project Cars. Du musst echt deinen Fahrstil teilweise dramatisch umstellen. So langsam kriege ich dann doch ein leichtes Gefühl zumindest für den Wagen. Dass ich vielleicht wenigstens fürs nächste Mal ein bisschen besser dastehe. Ah, den darf ich nur zum bestimmten Punkt driften lassen. Wenn ich den Punkt überschreite, dann bricht mir das Ding ja vollends aus. Aber solange ich es in diesem bestimmten Rahmen halte, dann ist es haltbar. Dafür muss ich halt mit Lenkung und Gas entsprechend spielen. Nicht wie hier. Das ist allgemein noch ein bisschen mein Problem in Project Cars. Ich bin es gewohnt, dass die Autos doch sehr, sehr stabil sind auf der Bremse. Und entsprechend fahre ich auch immer in die Kurven rein. Das ist halt so eine Fahrstilsache. Und erstens kann man da bestimmt das durch Setup auch noch ein bisschen verändern. Zweitens finde ich es gar nicht schlecht, wenn man auch andere Techniken versucht, sich anzutrainieren. Aus Fehlern lernt man. Und so. Oh, das war fast zu viel, aber ich hab's noch. Apropos, noch zum Thema vom vorletzten Mal, von wegen Scheibenwischer. Ich habe ihn gefunden. Steuerkreuz nach unten. Wenn man auch mal sieht, okay, der Andi weiß wirklich jetzt, wo der Steuer. Nur der Scheibenwischer ist. Wenn ich schon sonst nichts großartig zeigen kann. Genauso gibt es auch die Scheibenwerfer. Oh, cool, da geht sogar die Beleuchtung an hier hin. Schon traurig, wenn man sich mehr mit allem anderen beschäftigt, wie mit dem Rennen. Oh, 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 die Wurst erwischt. Aber vielleicht ist es mit dem Caterham auch nicht so dramatisch. Fällt nur auf, dass ich gerade mit dem Gegner nicht mehr mithalten kann und dass es sich zuzieht. 34,1, also Steigerung ist auf jeden Fall da. Das ist echt ein Auto für einen Lenkrad. Muss ich so deutlich sagen. Wurst voll erwischt. Auto kippelt, aber stürzt nicht. Ja, aber Speed passt. Ich habe jetzt im ersten Sektor 2 Sekunden auf meinem Vordermann aufgeholt. Muss ich einfach nur nächstes Mal richtig auf die Reihe kriegen. Und dann wird das schon. Vielleicht auch doch noch ein bisschen trainieren. Ich habe jetzt quasi nach dem Rennen ist erstmal wieder Pause für mich. Auf jeden Fall Spaß am Spiel hier. Also echt was Schönes, was die Slightly Mad Studios da jetzt auf die Beine gestellt haben. Ich muss sicher gehen, dass ich beim Bremsen das Auto schon grad habe und nicht am Driften habe. Dann passt es. Fahre ich solche Runden wie diese hier. Gut, merke ich mir fürs nächste Rennen. 1:32,4. Geht auf jeden Fall besser. Letzter, 20. Punkte gibt es für Joris Philippertz.
Und die schnellste Runde habe ich auch gefahren. Also es passt. Es passt, es passt. Ich muss es nur nächstes Mal auf die Reihe kriegen. War auch nur das erste von 4 Rennen. Es geht nach dem Formel 1 Punktesystem, wie ich hier jetzt sehe. Habe ich mich gar nicht erstmal vorher informiert. Ja gut, und dann hangel ich mich jetzt halt von Event zu Event. Bin mal gespannt, wie viele da noch lauern. Beziehungsweise, ob ich dann nicht vielleicht auch das Ding schon vorher ein bisschen abkürze. Ja, sieht aus, also draußen ein paar Dinge schiefgelaufen ist, habe Teambesprechungen berufen und so weiter und so fort. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß beim Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.